Am 11. Dezember 2021 wurde in Stuttgart die Verlängerung der U6 vom Fasanhof Schellenwasen zum Stuttgarter Flughafen Messe feierlich eröffnet. Dabei gab es eine Parallelfahrt über die 3,1 Kilometer lange Neubaustrecke. Dadurch gibt es jetzt drei neue Haltestellen, die in der Stadt Leinfelden-Echterding liegen. Die drei Haltestellen auf dem Streckenabschnitt tragen die Namen Stadionstraße, Messe West und Flughafen Messe Ost. Die Stadtgrenze zwischen Stuttgart und Leinfelden-Echterding wird dabei kurz hinter der ehemaligen Endhaltestelle am Schellenwasen mit der Überquerung der A8 überschritten. Die Überquerung der A8 wird durch eine 107 Meter lange sogenannte Netzwerkbogenbrücke ermöglicht. Dies ist nicht nur durch ihre Optik und architektonische Ausgestaltung besonders, sondern auch durch den Fakt, dass sie anstatt mit Stahlseilen mit Carbonfasern aufgehängt wurde. Dies soll sie über die optische Eleganz hinaus auch besonders langlebig machen. Nach dem Überqueren der Brücke und der A8 schmiegt sich der Verlauf der Strecke dann an die B27 an. So soll die Zerschneidung der Landschaft möglichst gering gehalten werden. Auf dem Abschnitt zwischen Fasanenhof und Stadionstraße werden dabei vorwiegend Felder überquert. Deshalb ist dieser mit knapp 1,6 Kilometern ohne Halt auch relativ lang. Die Haltestelle Stadionstraße ist mit einem Mittelbahnsteig in leichter Kurvenlage ausgestattet, welcher auch als Hochbahnsteig ausgeführt ist, wie alle anderen im Netz der Stadtbahn ebenfalls. Es sieht zwar ein bisschen so aus, als ob die Haltestelle mitten im Nirgendwo liegen würde, doch direkt hinter der Unterführung unterhalb der B27 hindurch erstrecken sich bereits die ersten Gewerbegebiete und Wohnhäuser von Echterdingen. An der Station Stadionstraße ist außerdem ein neuer Mobilitätspunkt entstanden. Neben herkömmlichen Fahrradständern gibt es hier auch eine mietbare Fahrradbox, wo Fahrräder abgeschlossen und somit sicher abgestellt werden können. Darüber hinaus gibt es einen Automaten, welcher Getränke und Snacks und einige Hofspezialitäten anbietet. Auch ein Carsharing-Angebot soll hier noch hinzukommen. All diese Maßnahmen sollen die Bewohner von Echterding und Leinfelden dazu überzeugen, auf die Stadtbahn umzusteigen. Vorbei an der Messeauffahrt zur B27 geht es dann knapp 800 Meter weiter bis zur Station Messe West. Die Station Messe West besitzt zwei Außenbahnsteige und liegt, wie der Name schon besagt, am westlichen Eingang zur Messe und an der Paul-Horn-Halle. Wie auch bereits in Anlehnung an den Aufbau zur Stadionstraße gibt es hier zwei Wartehäuschen auf jeder Haltestellenseite und darüber hinaus an einem blauen Kasten, an dem an der Oberseite ein U und der Stationsname herausragt. Die Haltestelle liegt direkt neben der vierspurigen Flughafenstraße. Hinter der Haltestelle geht es dann für die Stadtbahn direkt bergab. Grund dafür ist, dass es hier dann einige hundert Meter durch den Tunnel geht, um so höhenfrei Anbindung an Flughafen und Messe unterqueren zu können. Im Tunnel liegen dann auch drei Gleise abschnittsweise. Durch die hier angelegte Streckenführung ist der Abschnitt zwischen Messe West und Flughafen Messe als Voll-U-Bahn-Strecke ausgeführt. Die Station Flughafen Messe liegt dann auch in einem Trog. Dieser ist knapp 100 Meter lang und der Bahnsteig der Stadtbahn ist hier als Mittelbahnsteig ausgeführt. Dieser ist mit 10 Metern besonders breit, um hier zu Veranstaltungstagen auf der Messe in Stuttgart und besonders starken Reisetagen am Flughafen auch genügend Kapazitäten zu bieten. Die Außenwände der Station sind hier mit Betonwänden, welche leicht angeschrägt in einzelnen Abschnitten ausgeführt sind. Zwischen den einzelnen angeschrägten Elementen wurden dann hochkant Stationsbeleuchtungselemente eingebaut. Die Station verfügt über zwei Ausgänge, einmal über eine Treppe nach oben in Richtung Westen und in Richtung Osten zum Messeplaza ebenerdig.
In diese Richtung soll es dann auch in Zukunft Umsteigemöglichkeit zu Regional- und Fernzügen am neu zu bauenden Filder Bahnhof geben, welcher im Zuge von Stuttgart 21 miterrichtet wird. Die Stadtbahnen enden hier an zwei Stumpfgleisen. Das südliche von beiden ist dabei auch für den Halt von 3-Wagen-Zügen ausgelegt. Hier könnten dann also zu bestimmten Veranstaltungen 3-Fach-Traktionen als Sonderzüge halten. Vor Regen ist die Station trotz der Drucklage nicht besonders geschützt. Es gibt hier auch wieder nur Wartehäuschen. Die Strecke ist besonders für Einwohner von Möhringen, vom Fasanenhof, aber auch von Echterdingen interessant als Anbindung zum Flughafen und von Echterdingen natürlich auch als Anbindung zum Stuttgarter Stadtzentrum. Aber selbst für Bewohner aus anderen Stadtteilen von Stuttgart ist die Strecke eine interessante Option, da man mit der U6 gar nicht mal deutlich länger als mit der S-Bahn zum Flughafen und zur Messe benötigt. Somit könnte es je nach Umsteigemöglichkeit und Dauer des Umstiegs die komfortablere Variante, mit der U6 zum Flughafen anzureisen, sein. Doch es gibt auch einige Wermutstropfen, was die Verlängerung dieser Strecke und weitere Projekte betrifft. So sagte zur Eröffnung der Strecke der Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Herrmann, dass es nicht mehr hinnehmbar sei, dass solche Projekte durch lange Planungszeiträume somit viel Zeit und Geld verschlingen. Er richtete somit auch einen Appell an die neue Bundesregierung. Doch bei der nächsten Stadtbahnstreckenverlängerung, auch auf dem Stadtgebiet von Leinfelden-Echterdingen, soll demnächst mit dem Bau begonnen werden. Die U5 soll nämlich von Leinfelden-Bahnhof bald um eine Station bis Leinfelden-Neuer Markt verlängert werden. Und damit sind wir auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe natürlich, dass euch das Streckenporträt über die neue U6-Verlängerung gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und einen Kommentar unter diesem Video freuen. Wir sehen uns dann nächste Woche zu einem erneuten Video wieder, wo es dann noch einen Jahresabschluss geben wird und ich ein bisschen einen Ausblick auf das nächste Jahr geben werde. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.